Herr Raue, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Jetzt sehe ich Herrn Höffelmann gar nicht mehr. Er fordert einen Unternehmerlohn. Ich weiß gar nicht, ob Sie das verwechseln. Sie sind ja eigentlich Regierung und wir sind Opposition. Sie hätten das ja, könnten das ja alles umsetzen, zumal eigentlich in dem Alternativantrag von der Linkspartei ja auch ein ähnlicher Punkt formuliert ist, Unternehmerlohn. Nur, dass der natürlich zeitlich ziemlich unbestimmt formuliert ist und der Antrag von der Linkspartei im Üblichen keine besonders gute Qualität hat. Da kommen wir gleich mal zum Punkt 2. Den haben Sie natürlich von uns übernommen. Das war nicht schwer. Da fordern Sie auch 70% der Abschlagszahlungen. Sie wollen es mit Landesgeld finanzieren. Wir wollten unsere Landeskasse schonen und sehen den Bund da natürlich auch in der Verantwortung. Deswegen ist das zwar schön gedacht, unseren Beschlusspunkt etwas zu ändern, dass Sie den nicht gleich übernehmen, aber schlecht gemacht an dieser Stelle. Und Beschlusspunkt 3, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass am Ende die ungedeckten Fixkosten umetikettiert werden können in Umsatzausfälle, das verstößt ja nun gegen das EU-Beihilferecht. Ich wäre natürlich ziemlich schnell bei Ihnen, das EU-Beihilferecht in dieser Krise einfach mal auszusetzen. Aber ich glaube, so weit würden Sie am Ende nicht gehen wollen. Insofern können wir dem da an dieser Stelle auch nicht zustimmen. Zu unserem eigenen Antrag hätten Sie zustimmen können. Offensichtlich hätte auch die CDU, SPD unserem Antrag zustimmen können, denn den Alternativantrag, den Sie hier jetzt vorgelegt haben, der hat ja eigentlich mit unserem Antrag überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist eigentlich nur ein Begrüßungsantrag. Sie begrüßen die aufgelegten Hilfsprogramme, Sie begrüßen einen Härtefallfonds und Sie finden es wichtig, dass das alles auch umgesetzt wird. Das finden wir auch, aber es bessert nichts an der Lage, dass wir zurzeit in Schwierigkeiten stecken, Unternehmen haben, die extreme Probleme, Liquiditätsprobleme haben, weil die Finanzhilfen nicht so fließen, wie sie fließen müssten in dieser Situation. 70% Aufstockung der Abschlagszahlungen werden ja auch in Baden-Württemberg gefordert. Wir könnten uns dem auch anschließen. Und unser Antrag ist ja im Prinzip auch nur eine Forderung an die Landesregierung, dem Bund darum zu bitten, dass er das letztendlich auch so umsetzt. Also Sie tun sich selbst da schwer bei einem zurückhaltend formulierten Antrag, der vollständig sinnvoll ist. Also, aber Ihr Antrag ist das Papier nicht wert. Überlegen Sie sich das nochmal, ob Sie nicht unserem Antrag zustimmen. Es ist auch wichtig, dass die Unternehmen und insbesondere die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die die Anträge bearbeiten, nicht ihrerseits die Antragsbearbeitung auch verzögern müssen, weil bestimmte Punkte einfach nicht rechtssicher geklärt sind. Und deswegen fordern wir ja auch, dass im Prinzip diese Ausfüllhinweise für die Anträge, die Bearbeitungshinweise, dass die konkretisiert und präzisiert werden, dass an dieser Stelle keine Zeit verloren geht. Das war mein letzter Satz. Ich bitte Sie um Zustimmung. Vielen Dank. Gut, Herr Raue. Das war das Ende jetzt der